»Chief, Chief, Sie haben unsere Base überfallen«, rief Walküre Waltraut, ganz aufgeregt, durchs Dorf. Das schnappte Gustav der Golem kurz auf mit den Sätzen. »Na, dann lass uns das mal rächen.« »Okay«, sagte die Walküre Waltraut. Aber lass uns erstmal die Zuschauer hier begrüßen zu einer weiteren Folge Clash of Clans mit mir, dem Thorsten. Aber was hat uns der Chief denn noch alles so aufgegeben? Ja, wir können mal gucken, was wir noch so machen können. Vorher räumen wir aber heute einmal erst am Tablet auf. Das heißt, wir bereinigen unser Dorf und sammeln erstmal Ressourcen, sammeln die ganzen Leichen vor allen Dingen auf. Die liegen hier ja überall rum. Ihr seht das, ich bin heute mal tatsächlich am Tablet. Aber wie diese Geschichte natürlich weitergeht, das kann ich euch in kurzen Zügen von G und W, also Gustav und seiner Waltraut, erzählen. Denn Gustav und Waltraut, ja, gehen jetzt natürlich rein in die Schlacht und wollen sich ja rächen. Aber ich glaube, der Angreifer, der Gustav hat das schon richtig gesehen, ist natürlich jetzt nach seinem Angriff im Urlaub. Das heißt, der ist erstmal ein bisschen stillgelegt. Und Waltraut war dann auch der Meinung, dass der Chief uns noch irgendetwas aufgegeben hat. Also wir mischen ja jetzt auf jeden Fall ein paar Dörfer auf. Das hat der Chief uns eben zugerufen. Okay, auch der Meinung ist natürlich der Gustav, denn der Gustav geht dann vor. Das heißt, der Gustav wird den Weg markieren. Aber der Chef hat noch eine Aufgabe hier verteilt, denn wir sollen bei unseren Dörfern, die wir jetzt überrennen, etwas zusätzliches Gold mitbringen. Das, denke ich mal, können wir dem Chief hier auch erfüllen. Und deswegen würde ich sagen, lange Rede, kurzer Sinn, eben einmal das Rathaus repariert. Ihr seht hier meine Armee. Ja. Also wir sind noch mitten im Event und das wollte ich heute einmal mit dem Rathaus 8 mit euch spielen, also mit Gustav und seiner Waltraut. Ich habe so ein bisschen was ausgebildet. Das ist jetzt immer so mein erster Wurf. Ich weiß nicht, ob es wirklich funktioniert, denn ich habe schon relativ lange keine Walküren mehr, vor allen Dingen im Rathaus 8 Bereich gespielt, aber ich habe sie jetzt auf Level 2 und ich würde sagen, wir stürzen uns auch in die Suche. Ihr seht hier mein Dorf. Ich war jetzt auch hier schon länger nicht mehr in dem Dorf vom Chefkoch und ich habe eigentlich nur noch ein paar Mauern zu machen. Der Bauarbeiter bietet mir hier an, das Town Hall zu machen. Das kann ich noch nicht machen, weil mir fehlen noch zwei Forschungen hier im Dorf. Nämlich die Minions und der, mein Lieblingszauber. Ich werde ihn auch machen. Mein Lieblingszauber zum Spenden, ist ja immer ganz nett. Und deswegen würde ich sagen, stürzen wir uns einfach mal rein in dieses Event hier mit dem Rathaus 8. Vielleicht schaffen wir ja noch die eine oder andere Mauer. Schauen wir mal. Oh, Chief, ist der nicht viel zu stark? Der Chief guckt sich diese Base hier nochmal genau an und denkt sich, naja, wir wollen ja das Gold haben. Vielleicht kriegen wir auch ein bisschen Dunkles ab, mal sehen, wie ich jetzt bei dieser Armee hier vorgehen kann, beziehungsweise überhaupt mit dieser Armee. Ich habe hier, wie gesagt, noch nicht so wirklich viel mit angegriffen. Wir gucken mal, wo wir hier funneln können. Wir wollen ja in jedem Fall ein bisschen was am Gold machen und ich glaube, hier hinten kriegen wir schon mal gefahrlos das Lager. Wir nehmen hier die Bauhütte mit für die Prozente. Jetzt ist das hier vorne ein bisschen doof. Ich guck mal, wo hier so Mauerbrecher hingehen. Okay, die gehen nach da. Dann lassen wir den Golem auch nach da gehen. Alles klar. Okay, Golem, hast du gut gemacht. Du hast uns schon mal so ein bisschen hier die Luftabwehr gemacht. Das ist ganz gut. Dann nehmen wir den King hier mal mit rein. Ich glaube, das können wir jetzt schon machen. Nehmen noch kein Päcker. Ich nehme hier jetzt erstmal da kommt ja schon was. Da kommt schon was auf uns zu. Das ist natürlich doof. Da brauchen wir etwas unsere Magier. Und einmal die Päcker hinterhergesetzt, die Walküren. Ich glaube, der Funnel könnte uns sogar gelungen sein. Ich habe hier noch ein paar Kumpels dabei. Die nennen sich Hog Rider. Die nehme ich hier auch mal mit rein. Ah, das sieht gut aus. Das sieht ganz gut aus. Ja, den haben wir ganz gut entkernt. Also klar, ein Rathaus 9 können wir hier gerne mal mitnehmen. Wenn noch nicht so stark. Kein King, keine Queen. Da können wir das ruhig machen. Ich heile jetzt auch nicht die Hogs durch hier. Sondern ich habe jetzt mal die anderen auch. Wie niedlich. Die Hog Rider gehen sogar noch mal durch den Heilkreis. Gut gemacht hier. Und mal sehen, was wir uns hier so zusammenkummeln können.
Das sieht eigentlich ja schon mal gar nicht so schlecht aus. Ich glaube sogar, oh, hier hinten sind noch zwei Päckerdamen dabei. Ja, so kann man es machen. Und habe jetzt gar nicht mal so lange gesucht. Ich glaube, in den anderen Ligen habe ich mitbekommen. Den haben wir tatsächlich voll abgeräumt. Okay, alles klar. Gut, dass ich mal so ein paar mehr Magier dabei habe, gerade wenn so eine Clanburg rauskommt mit Ballons. Und ich glaube, den haben wir schon mal ganz, ganz gut gerissen. Und in den anderen Ligen, da bin ich ja gerade stehen geblieben. Ich glaube, da ist im Moment die Uhr jetzt gerade zu Beginn der Clanspiele wirklich, wirklich lange. Teilweise habe ich gehört, im Meister waren schon 5 bis 10 Minuten, wo die Leute gewartet haben, also in der Lupe. Und ja, das wird sich wieder ein bisschen legen, wenn die Clanspiele erstmal ja nicht vorbei sind, sondern die meisten Clans das Ganze haben und auch das Event durchgespielt haben, dann wird das sicherlich ein bisschen ruhiger werden. Aber was haben wir denn hier eigentlich jetzt so zu tun? Ah, okay. Die eine Bauhütte, die dürfen wir nicht vergessen. Also 100% hier, ja, super, super Sache hier. Also das Pärchen ist schon mal nicht schlecht und ich glaube, wir haben das Clanspiel gemacht, wir haben richtig Dunkles. Und wir haben auch richtig Gold. Okay, der Bonus ist hier unten jetzt nicht ganz so dicke. Und wir haben aber den Sternebonus hier mit drin. Ich gucke mal eben, denn ich habe die Armee jetzt schon wieder fertig, was wir noch für ein Clanspiel hier machen können mit den beiden. Für 750, was müssen wir da? Oh, 7.500 Dunkles in einer Stunde. Das ist mir ein bisschen zu heikel hier mit diesem Account. Das packe ich nicht. In 2 Tagen 2 Millionen, das brauche ich nicht. So will ich das mal sagen. Ich weiß nicht, was nehmt ihr immer? Ne, Vesus Battles wollen wir nicht machen. 16 Sterne vom Multiplayer in 2 Tagen. Ich will ja was machen, was auch ein bisschen realistisch ist für mich. Ja, ich glaube, wir nehmen den hier in einer Stunde. Und bevor es Nacht wird, die Waldraut hat ja schon recht, bevor es hier Nacht wird, würde ich sagen, wir nehmen die gleiche Truppe nochmal mit und auch die gleichen Zauber. Und bevor es denn dunkel wird, boosten wir das Ganze, denn wir sind auch noch im einen Gem-Boost, also absolut geniales Ding hier. Ich weiß gar nicht, welches Dorf ich hier als erstes von meinen ganzen Accounts so ein bisschen booste. Und wir nehmen aber mal den Account hier. Wir nehmen die gleiche Armee. Ich glaube, mit einem Golem reicht das. Mal sehen. Ihr habt das jetzt gesehen. Ich muss jetzt auch noch mal ein bisschen Unterstützung anfordern. Da der Meinung ist zumindest der Gustav hier gewesen, dass so eine Unterstützertruppe gar nicht mal so schlecht ist. Und dann machen wir natürlich hier das Event weiter. Donnerwetter. Donnerwetter, das ist ja mal was. Die Suche dauert hier wirklich nicht lange. Ich habe Unterstützertruppen bekommen. Oh, dieses Mal sind es sogar levelig etwas höhere. Gucken wir mal, der hat nur noch keine Liga. Das heißt nicht, dass er keine Clanburg haben wird. Und mal sehen, ob wir hier. Oh, da können wir. Denkt, das können wir uns schon mal so holen. Und das können wir uns so holen. Vielleicht sollte ich auch mal so ein, zwei Minions mit einpacken. Denn der kleine. Oder die kleine Bogenschützin hier wird natürlich gleich, denke ich mal, etwas Feuer vom Minenwerfer bekommen. Und jetzt muss ich mal schauen. Ah, so ein Rathaus 8, da fehlt immer ein bisschen der Sprung, ne? Glaube ich zumindest. Und dann setzen wir hier mal unseren Golem. Also unseren dicken Gustav. Nicht so klar. Naja, komm, da nehmen wir eine Walküre mit rein. Und jetzt muss ich noch einmal den Minenwerfer einmal schießen lassen. So, dann haben wir hier schon mal ganz gut geklärt. Wir lassen hier mal einen Päcker außen laufen. Oh, meine Mauerbrecher sind ja mal richtig gut gelaufen. Jawohl. So, Funnel ist da, denke ich mal. Auch für unsere Walküren. Und die heilen wir hier erstmal durch. Denn ihr habt keinen Bock, dass die nochmal rausgehen. So, da gehen die jetzt erstmal lang. Und ich nehme mal von hier hinten meine Schweine. Denn die Ecken-Defenses hier, die zielen natürlich ziemlich hart auf meine Walküren. Wo sind die denn eigentlich alle? Ach, da sind die. Da sind die mit dem Packer zusammen. Ja, auch so eine Base hier, glaube ich, haben wir ganz gut gemacht. Der hatte keine Clanburg. Hat er Pech hier, der gegnerische Chief. Wenn er dann schon dafür sorgt, dass er so ein schönes abgefarmtes Dorf hat, aber ihr seht das, das Elex brauche ich nicht wirklich, aber das Gold nehmen wir natürlich gerne mit hier aus so einem Dorf. Und ah, schön, die Magier hier haben wir noch. Ah, wir haben sogar noch eine Walküre. Haben hier jetzt allerdings hier doch ein Päcker. Ein Päcker geht da noch mit. Also, so ist das optimal. Und ich glaube, dieser Armee hier, gerade zum Farmen jetzt im Rathaus 8-Bereich, ist er hyper günstig. Was der Golem kostet ja nichts und die Walküren noch weniger. Und jetzt guckt euch mal an, wie lange Gustav hier durchhält. Jetzt teilt er sich erst, also echt Golem.
Geile Truppe. Geile Truppe. Und ich glaube auch hier, Funnel war super. 52 Sekunden noch Zeit. 94%. Was haben wir hier denn noch nicht? Noch nicht. Ach ja, okay. Die Bauhütten in der Ecke. Okay, die Bauhütten in der Ecke. Naja, ist nicht so tragisch. Die kriegen wir sicherlich hin. Der eine kleine Gustav geht hier jetzt den weiten Weg außen rum. Naja, kann er ruhig machen. Ist nicht so schlimm. Und ihr seht das hier manchmal so ein bisschen. Mein Tablet schwächelt. Es geht so. Ich habe eben noch mal versucht, alle Oszillatoren hier zu aktivieren. Das ist er jetzt schon da. Boah, der ist immer noch nicht da. Mal gucken, die anderen überholen ihn wahrscheinlich, dass es ein bisschen schneller wird. Aber ich wollte die ganz bewusst machen, weil nur hier kann ich vor allen Dingen solche Truppen ganz, ganz gut setzen, kann unten so ein bisschen in den Zaubern bzw. in der Armee hier rumscrollen. 659.000 Gold, okay, plus den kleinen Bonus, 2307. Ich habe übrigens das Clanspiel nochmal gewechselt. Ich habe gedacht, die 7.500 in einer Stunde, die packst du nicht. Es ist, glaube ich, auch so. Deswegen habe ich eben nochmal gewechselt zu einem Clanspiel, wo wir doch die Sterne machen in 2 Tagen. Ich meine, ich werde hier jetzt die Armee hier einfach weiter bespielen und einfach immer weiter machen, solange wie ich. Oh, was habe ich nicht benutzt? Ich habe natürlich kein Gift benutzt. Ich nehme den dann immer weg und mache den gerade in Boost. Mache ich das immer neu. Wirklich coole Truppe hier. Könnt ihr euch wegpinnen. Kann man auch ein bisschen kombinieren. Ich glaube, wir kombinieren das jetzt mal, indem wir einfach keinen Schweinereiter anfordern, sondern wir nehmen mal Loons Gift mit. Wir nehmen mal Loons und Gift mit. Das kann man auch ganz, ganz gut in dieser Armee hier gebrauchen, glaube ich. Mal gucken, ob wir da auch die passende Base für finden. Wir bleiben hier am Ball. Wir bleiben hier bei Gustav und Waltraud und gucken mal, was die noch so anstellen. Und nach längerer Suche trafen Gustav und Waltraud auf diese Base hier. Die müssen wir natürlich mitnehmen. Ist natürlich eigentlich eine Hogrider Base durch diese ganzen Felder hier, weil hier müssen sich die Walküren ziemlich heftig durchschlagen. Aber mal gucken, schwarze Mauern. Ich meine, ich habe eine Max-Truppe hier und die Luftabwehr. Eine ist im Bau, das ist natürlich sehr, sehr gut. Eine hat er da und eine hat er da. Wir gucken mal. Wir gehen mal den King entgegen. Wo ist denn eigentlich seine Clanburg? Clanburg, wo bist du? Ah, da ist die Clanburg. Okay, da ist die Clanburg. Mal sehen. Ich wollte gerade sagen, wir locken den. Wir locken. Toll. Toll gelockt hier, Toto. Aber ist klar, der Bogenschützenturm ist auch im Ausbau. Super. Und ich glaube, na komm, lauf mal ein bisschen nach vorne. Ja, da ist keine Clanburg drin. Dann können wir hier mal über Ecke reingehen. Ich gehe zwar nicht gerne über Ecke rein. Ich gehe hier ganz, ganz, ganz bewusst, ganz, ganz außen. Das solltet ihr auch ab und zu mal machen. Denn hier können natürlich immer mal wieder irgendwelche Trollgeschichten sein oder so. Ach, ihr kennt das so. Einmal, zweimal. Ich glaube, der Funnel, den kannst du hier gar nicht verbocken. Guck mal, dass ich hier irgendwie meine Mauerbrecher rein spamme. So, einmal noch die. Und die spare ich mir jetzt erstmal auf. Und die Valkys, ah, die gehen jetzt zwar erstmal Richtung Mauer und gehen so ein bisschen komisch. Okay, mal gucken, was wir hier jetzt in Wut reinbekommen. 1, 2 noch dahinter. Und dann sollen die mir ja eigentlich, es wäre ja schön, wenn der King hier mit irgendwelchem Gefolge, was es auch immer ist, hier jetzt die Luftabwehr wegmacht. Denn dann können wir mit unseren Loons perfekt reingehen. Perfekt reingehen hier. Echt krass. Super Sache hier. Denn die Luftabwehr da oben ist im Bau. Auch da solltet ihr immer mal wieder drauf gucken. Und ich glaube, auch diesen Gegner haben Gustav und Waltraud ganz gut gemacht. Also so kann man es machen. Oh, jetzt muss ich hier kurz mal ein wenig giften. Die Skelette hier. Na, schaffen die das da noch? Ja, das sieht ganz locker aus. Ich glaube, ich brauche den Heilzauber nicht mehr. Okay, Max Loons in der Clanburg sind schon nett, aber ihr habt es gesehen. Auch mit so einer Armee hier kannst du so ein bisschen was machen. Musst halt mal gucken. Luftabwehren, eine im Bau oder sie stehen alle außen, dass du sie vorher schon kriegst. Und dann, ihr seht das auch, wie viele Truppen von mir jetzt vor allen Dingen noch leben. Gustav noch ganz, ganz voll. Wirklich nett, ich sehe es immer doppelt hier, einmal auf dem Tablet und einmal auf dem PC im Aufnahmeprogramm. Und also auch den haben wir ganz gut gerockt und man will ja immer mehr, man will immer mehr. Und der Chief hier will auch immer noch mehr Sterne haben, aber wir haben jetzt schon mal das Event hier fertig.
und mal eben nachtrainen. Jetzt guckt euch mal an. Was habe ich denn jetzt? Ich habe den Heilzauber zu viel. Okay, ich habe den Heilzauber zu viel. Jetzt guckt euch mal an, wie billig diese Truppe hier ist. 243 Dunkles und 197.000 nur an Elex. Das ist ja Spott. Also hier kann man richtig krass mal Dunkles farmen und können auch richtig krass was mit dieser Armee reißen. Ich fordere jetzt nochmal Unterstützertruppen an. Mal sehen, was ich mir diesmal anfordere. Wir machen auf jeden Fall noch einen vierten Angriff. Waltraud, passt. Waltraud war der Meinung, wir müssen diese Base hier mitnehmen, wegen den 2155 Dunklen und den 413.000 Gold, denn unser Schief will noch so ein bisschen Gold haben und wir haben gedacht, das gönnen wir ihm. Also nehmen wir den hier mit. Was habe ich in der Clanburg? Ich habe geschrieben, ich will irgendwas, was ihr so überhaupt. Vielen lieben Dank dem Clan hier für die Unterstützung. Und der hat noch so schwache Mauern, der da. Ich glaube, ich gehe doch mal von der anderen Seite rein. Ich gehe mal gerne dem King entgegen, muss ich sagen. Ich gehe gerne immer den King entgegen. Also erstmal den Golem hier raus. 1, 2. Ja, das ist ein bisschen doof. Da nehmen wir mal einen Packer, damit ich hier weiter funneln kann. Und das war doof. Das ist scheiße da. Ah doch. Es hat funktioniert. Es hat doch noch funktioniert. Donnerwetter. Das hätte ich jetzt nicht gedacht, dass das nochmal funktioniert hier. Und dann nehmen wir hier unsere Unterstützungstruppen mit rein. Ihr seht, ich habe mir jetzt mal selber ein paar Hog Rider in die Clanburg gepackt, weil ich jetzt ein bisschen mehr Magier hatte. Ich wollte jetzt nicht so die super Flut an Magiern haben. Und da ist so eine Doppelbombe. Deswegen nehmen wir hier jetzt mal unsere Rocks. Und nehmen hier alles so ein bisschen in Heil, weil hier ein bisschen mehr Flächenschaden auch ist. Und auch sowas hier, ich finde den RA8-Bereich so genial. So genial einfach. Wenn man das Spiel erstmal verstanden hat, wo ich ja auch lange für gebraucht habe, muss man auch fairerweise so sagen. Also bis ich hier irgendwann mal so weit war, hat das auch etwas gedauert und es ist noch gar nicht so gesagt, obwohl der Bogenschützenturm da ist im Ausbau, dass wir den so unbedingt dreiern, aber ich denke mal, hier ist der Wutzauber nochmal ganz gut bei den Valkyren und beim Packer mit King, der geht jetzt auch rein, den zünden wir hier nochmal, ist zwar ein bisschen unsinnig am Magierturm den King zu zünden, weil in der Regel gehen dann alle von den kleinen Barbaren drauf, aber auch den haben wir 3 Sterne gemacht, also 4x3 Sterne heute in dieser Folge hier und auch noch ein paar Pokis mitgenommen. Ich glaube, der Schief kann mit uns zufrieden sein, mit mir, beziehungsweise mit kann ich den wieder nicht nachtrainen, mit dem Gustav und der Waltraud. Ich hoffe, die Folge hat euch so ein bisschen gefallen. Wir können in jedem Fall jetzt, ihr seht das ist auch richtig das Geniale, wie viele Mauern wir hier jetzt machen können. Von dem bisschen rumgefahren hier. Also es geht auf jeden Fall richtig krass hier zum Maxen durch dieses Dorf durch. Und ich gebe das immer restlos aus, weil mit dem Account hier gehe ich jetzt gleich offline. Also ich hoffe, es hat euch gefallen, mal wieder so ein bisschen R8-Content zu sehen. Denn gerade meine etwas kleineren Dörfer bespiele ich doch nicht so hart wie die etwas größeren. Ich hoffe, das ist nicht so super schlimm. Und eine können wir noch machen. Ich habe noch ein paar Mauerringe, die benutze ich dann aber im Nachtdorf. Und deswegen, manchmal ist es auch so, da habe ich einfach Bock, Clash of Clans zu spielen mit einem coolen Dorf. Und ich glaube, das Achterdorf hier ist relativ cool. Im Moment mache ich halt nur keine CK, sondern nehme dann eher so ein bisschen Saisonkriminelles auf. Und daher heute mal diese Folge. Ich würde sagen, bis dahin, euer Toto. Vielleicht.